Ich bin heute auf den Spuren von Ferdinand Hanusch mit einem Team des Österreichischen Gewerkschaftsbunds unterwegs. Ferdinand Hanusch ist schon lange tot, aber seine Leistung als Architekt des österreichischen Sozialstaats, von der profitieren wir heute noch alle. Sein Motto ist auch unser Leitfaden unserer Tour durch das Wien von Ferdinand Hanusch. Nur soziale Einsicht und soziale Gerechtigkeit können diesen Staat begründen und zu einer Heimstätte glücklicher Menschen machen. Unsere Tour beginnt hier im Vorwärtshaus. Es war ab 1910 der Sitz der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs. Wir sind hier in dem sehr schönen Vorstandssitzungsraum. Auch die Reichskommission der Freien Gewerkschaften war von 1910 bis 1921 hier einquartiert. Ferdinand Hanusch ist in diesem Haus als Gewerkschafter, als Mitglied der Sozialdemokratie, als Staatssekretär oft ein- und ausgegangen. Von der ersten Kommission, die hier in diesem Haus stattfand, gibt es ein Foto, ein ganz seltenes Dokument. Hanusch sitzt hier als Vierter an der langen Tischreihe und es ist ein Gruppenbild mit Dame. Die einzige Frau auf dem Foto ist Anna Boschek, die für die Frauenorganisation im Büro der Gewerkschaftskommission zuständig war. Ferdinand Hanusch hat als eines der allerersten Gesetze das schon in der Monarchie vorbereitete Kinderschutzgesetz, Kinderarbeitsgesetz, noch 1918 in das Parlament eingebracht und beschließen lassen. Das hat sicher auch damit zu tun gehabt, dass er seine eigene Jugend und die Belastung seiner Kindheit in Erinnerung hatte, die ständig mit Arbeit und Hunger verbunden war. Hanusch war das Kind von Hauswebern in Schlesien, in Österreichisch Schlesien, und musste von klein auf mitarbeiten. Sein Vater starb, bevor er geboren wurde. Seine großen Brüder konnten nicht mal in die Volksschule gehen. Er hatte die Möglichkeit dazu. Es war selbstverständlich, dass die Weberkinder am Webstuhl halfen. Diese Welt war ihm einfach zu eng. Auch als er dann Arbeit in der Bandfabrik von Oberdorf bekam, das ist seine direkte Geburtsgemeinde gewesen, konnte er es nicht länger aushalten und ging auf die Walz, wie man so schön sagte. Er vagabundierte durch die Habsburger Monarchie. Als er zurückkam, fand er Arbeit in der Seidenfabrik, die relativ gut bezahlt war, in Wickstadl, in Wittkopf, dem größeren Ort, wo Oberdorf heute eingemeindet ist. Allerdings versumpfte er irgendwie. Er war nicht gefordert, es war für ihn noch immer eine so große innere Leere, dass er das mit Alkohol und Kartenspielen zu übertönen versuchte, bis er seine erste Frau, Anna Lomes, kennenlernte, die in Wien als Hausmädchen schon mit der Gewerkschaftsbewegung in Berührung gekommen war und ihn auch zu Hause wieder mit der Arbeiterbewegung in Verbindung brachte. Dann kam der große Schicksalsschlag. Anna Lomes starb an Schwindsucht. Kurz darauf auch die kleine Tochter. Ferdinand Hanusch heiratete dann ein zweites Mal Julie Gill, die ebenfalls bereits mit der Gewerkschaft in Berührung gekommen war. Und später eine sehr engagierte Gewerkschafterin im Netzwerk von Anna Boschek geworden ist. In dieser Zeit begann er auch wieder zu schreiben. Mit seiner zweiten Frau hatte Hanusch drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne. Ferdinand, der ältere Sohn, hat aus seinem Nachlass, soweit er ihm zur Verfügung stand,
alles, was mit Ferdinand Hanusch zu tun hatte, dem Verein für Geschichte der Arbeiterinnenbewegung gegeben. Eine Reihe von Handschriften, handschriftlichen Romanen, Aufsätzen, Novellen, Kurzgeschichten, die zum größten Teil noch nie veröffentlicht wurden. Die schöne Handschrift in der schlesischen Mundart, die bei uns hier keiner versteht. Der Sohn hat hier das auf Deutsch den Titel draufgeschrieben, damit man überhaupt weiß, um was es geht. Anton Hoever war es, der den jungen 33-jährigen Funktionär aus Sternberg in Mähren nach Wien in die Zentrale der Textilarbeiterunion empfohlen hat. Diesem jungen Funktionär begegnen wir hier in diesen alten Fachblättern, die, wie man sieht, schon einiges hinter sich haben, aus den Jahren ab 1894. Wir begegnen aber auch dem Gründungsdirektor der Arbeiterkammer. Ferdinand Hanusch hat schon schwer krank die ersten AK-Wahlen organisiert, wie immer als perfekter Organisator. Hanusch hat sich, ob er jetzt Staatssekretär war, ob er AK-Direktor war, immer als Gewerkschafter gefühlt. Er ist auch immer am 1. Mai mit seinen Textilarbeitern in den Prater gegangen und nicht mit irgendwelchen Promis. Der Gewerkschafter Hanusch und der Direktor Hanusch, diese Kombination ist unheimlich wichtig. Diese Geschichte, diese hübsche Geschichte vom 1. Mai mit seinen Textilarbeitern im Prater hat ja auch den Hintergrund, dass der 1. Mai für Hanusch so besonders wichtig war, weil er seine erste öffentliche politische Rede gehalten hat und damit eigentlich seine politische Karriere begonnen hat. Er selber auch sich überwunden hat, er war eher scheu und sein großes Rednertalent hat sich erst mit der Zeit herausgestellt. Der Agitator, dieses Büchlein, da gibt es auch noch aus 1894 eine Definition des Begriffs Agitator. Das hat heute seinen negativen Klang. Ja. Aber Sie selber haben sich damals als Agitatoren bezeichnet und Agitationstouren war etwas absolut Positives. Agitieren heißt anregen. Es kann jeder, der denken und sprechen kann, agitieren. Vor einer großen Masse gesprochen, vermag das Gesprochene, viele zugleich zu belehren und aufzuklären, zu einer einheitlichen Stellungnahme und Handlung zu begeistern. Es kann durchaus sein, dass er das geschrieben hat, aber er hat immer schon sehr früh schon im Textilarbeiter immer wieder was geschrieben. Seine Aktivitäten in Oberndorf haben dann dazu geführt, dass die SDAP, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, ihn dann nach Sternberg geholt hat als Partei- und Gewerkschaftssekretär. Das war eine reine Textilzone. Hanusch war nicht nur in Sternberg und Umgebung aktiv. Er war mittlerweile dann schon einer, sehr jung noch, aber trotzdem einer der Funktionäre, die mit der Gewerkschaftsleitung zusammen eingegriffen hat, wenn Probleme entstanden sind. Das war beim großen Streik der Textilarbeiter von Brünn zum Beispiel der Fall. Dort war er derjenige, der schließlich erreicht hat, dass die Gewerkschaftskommission eine Solidaritätsspendenaktion durchgeführt hat. Es war die größte bisher und hat dazu geführt, dass die Leute, die selber nicht organisiert waren, so lange durchhalten konnten, dass wenigstens ein Teilerfolg da war, dass der 9-Stunden-Tag, und darum ist es gegangen, in ein paar Betrieben wenigstens eingeführt wurde. Das war für Hanusch eine weitere Motivation zu sagen, wir brauchen eine Zentralorganisation. Das heißt nicht einen Verband, den gab es ja, sondern eine Organisation, zu der alle gehören. Also er wollte sowas wie heute der ÖGB von der Organisationsstruktur her. Hanusch war wirklich ein Organisationsgenie, der hat es wirklich geschafft, die Textilarbeiterunion durchzusetzen, praktisch durchzusetzen, sodass die vielen Organisationen oder die meisten mitgezogen haben. Sein großes Verdienst neben der Innovation dieser Unionskonstruktion war das Unterstützungswesen, der Ausbau des Unterstützungswesens.
das sogar noch im Ersten Weltkrieg gut funktioniert hat. Unsere Spur führt uns weiter zum Hanusch-Krankenhaus, dem großen Spital mit der schönen Grünanlage. Es wurde 1945 nach Ferdinand Hanusch benannt, als es die Wiener Gebietskrankenkasse übernahm. Das Hanusch-Krankenhaus hat aber noch einen zweiten Zusammenhang mit Ferdinand Hanusch. Er war ja derjenige, der die Krankenversicherung auf fast alle ArbeitnehmerInnen ausgeweitet hat. Das Hanusch-Krankenhaus war ursprünglich ein Militärspital. Hier wurden Kriegsinvalide behandelt, deren Schicksal Hanusch besonders im Auge hatte. In seinem letzten Werk, dem Drama der Invalide, prangerte er die Folgen, auch die seelischen Folgen des Kriegs, für den Einzelnen und die Gesellschaft an. Sehr scharf. Es ist eine Art Vermächtnis. Er war ja derjenige, der zusammen mit Anton Huber dafür gesorgt hat, dass die freien Gewerkschaften trotz aller Kriegsdiktatur und Einschränkungen als Organisationen den Krieg überlebt haben. Hanusch und Huber haben auch dafür gesorgt, soweit es im Krieg möglich war, Arbeitnehmerrechte zu schützen, die Schanzarbeiter zu schützen, die eine Schutzwall um Wien bauen sollten und betrogen wurden bezüglich der Löhne und der Zusagen, die ihnen ursprünglich gemacht worden sind. Die Textilarbeiter und Arbeiterinnen, die durch die Entwicklung des Krieges arbeitslos geworden sind, wurden mit einer Art Vorarbeitslosenunterstützung entschädigt. Das heißt, wo es ging, auch unter diesen Bedingungen, hat man versucht, gewerkschaftlich zu agieren. Ab 1917 war das dann ganz stark der Fall. Da war schon die revolutionäre Situation, auch in Österreich fing sie schon an. Das Parlament wurde wieder einberufen. Und die zum ersten Mal wurden Gewerkschafter, Hanusch und Huber, in staatliche Gremien direkt einbezogen, wo es Entscheidungen gab, um die Nachkriegswirtschaft zu planen. Das war der Übergang zur Demokratischen Republik, in der ja dann Ferdinand Hanusch als Staatssekretär für Soziales eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Als nächstes führt uns die Spur hier zum Republikdenkmal neben dem Parlament. Das hat direkt mit Ferdinand Hanusch zu tun. Er ist einer der drei Köpfe, die hier verewigt worden sind. In der Mitte Viktor Adler, neben ihm Jakob Reumann, der erste Bürgermeister des Roten Wien, unter dem das berühmte Wohnbauprogramm begonnen hat. Wie der Hanuschhof, der große Gemeindebau im dritten Bezirk mit sehr, sehr vielen Höfen. Auf der anderen Seite Ferdinand Hanusch als Symbol für den demokratischen Sozialstaat, die stabilste Form der Demokratie. Nicht umsonst ist das Republikdenkmal genau neben dem Parlament. Ferdinand Hanusch war in diesem Haus ab 1907 bis zu seinem Tod durchgehend Abgeordneter. Auf unserer Tour auf den Spuren von Ferdinand Hanusch sind wir jetzt in der Gasse gelandet, die seinen Namen trägt. Und bei dem Haus, das nach ihm benannt ist. Dieses Gebäude war in der Ersten Republik das Sozialministerium und vorher das Staatsamt für soziale Verwaltung, also der Ort, in dem Ferdinand Hanusch mit seinen Experten die berühmten Sozialgesetze, die Architektur des österreichischen Sozialstaats konzipiert und vorbereitet hat. Vom 8-Stunden-Tag über den Arbeiterurlaub, über das Betriebsrätegesetz, das Kollektivvertragsgesetz, eine Menge Verbesserungen für Frauen und Jugendliche. Alle haben gesagt, ein einfacher Fabrikarbeiter soll jetzt mit diesem Beamtenapparat, von denen ja noch viele aus der Kaiserzeit übrig geblieben waren, arbeiten. Die werden ihn am nächsten Tag hinausschmeißen.
Das genaue Gegenteil war der Fall. Der Großteil hat ihn verehrt. Einige sind sogar mit ihm in die Arbeiterkammer gegangen.